Welt. Und jetzt? Ja, wir sind erstmal einfach vom Wortlaut ausgegangen und sind relativ naiv erstmal einfach auf die Jugendlichen zu, haben mit jedem Jugendlichen ein Einzelinterview geführt und gefragt, wann wärst du laut? Woran soll man jetzt laut? Gott? Die Liebe? Musiker? Hallo, ich bin Malik und ich werde ziemlich oft laut. Und aus diesen Gesprächen wurden wir eigentlich ganz reich beschenkt von verschiedensten, eigentlich sehr berührenden, sehr persönlichen Geschichten. Und klar, wann wärst du laut, hat das natürlich oft auch mit Konfliktgeschichten zu tun, von Konflikten in der Familie, mit Freunden, in der Schule. Zwei Stunden lang! Es war Herz und auch Kerl! Als ich nach Hause kam, saß er auf meinem Bett! In der Schule, im Supermarkt, in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und aus diesen Geschichten ist dann eigentlich die eigentliche gemeinsame Geschichte von Laut entstanden. Es gab quasi so einen Schlüsselmoment, wo uns jemand erzählt hat, ich wohne mit einem Drachen zusammen. Es war eindeutig, dass ein Mensch gemeint war. Das heißt, ich muss aufpassen, damit es nicht laut wird, wenn ich nach Hause komme. Denn wenn ich einen Fehler mache, dann spuckt der Drache Feuer und dann wird er laut. Von dieser Metapher sind wir dann eigentlich ausgegangen, haben die anderen Jugendlichen gefragt, ob sie mit der Drachenmetapher was anfangen können und haben da festgestellt, dass wir, glaube ich, eine Drachengeschichte erzählen müssen. Ich habe auch durch Jonas und durch das ganze Team und die Leute, die hier mitmachen, auch die Jugendlichen, gemerkt, dass man nicht unbedingt laut sein muss, um laut zu sein. Schwierig ist das so irgendwie überall reinzupassen. Also von uns wird ja hier in jedem Bereich was gefordert und diese Forderungen oder diese Herausforderungen zu überwinden ist nicht immer leicht, aber ich glaube, das bringt uns alle weiter. Wir treffen uns jetzt. Und als ich da ankomme, fängt er an rumzuschreien. Für wen hältst du dich? Bist du bescheuert? Denkst du, du kannst hier tun und lassen, was du willst? Wir stehen einander gegenüber, da wo die Rolltreppen enden. Face to face. Ich hasse dich, fick dich, du kannst nicht mal. Musik war sowieso immer eine Sache, die mich in meinem Leben begleitet hat und mit der ich Emotionen verarbeiten konnte. Wann ich laut werde? Na, ich hab doch gesagt, wenn man muss. Sie haben schwere Stiefel. Sie haben mich richtig geschlagen. Sie haben alle geschlagen. Danach bin ich laut geworden. Und darstellendes Schauspiel hat mir dabei geholfen, aus meiner Schale auszutreten. Deswegen, ich glaube, da gewinnt niemand. Die sind beide ganz schön weit vorne. Mama, diese Geschichten, die wir von den Jugendlichen uns erfragt haben oder die uns erzählt wurden, hatten vielleicht nicht auf den ersten Blick eine politische Dimension, aber auf den zweiten natürlich schon. Also wenn es darum geht, wenn ich geflüchtet bin und nach Deutschland komme, 16 Jahre alt bin und immer noch keinen Schlüssel für die Küche habe, dann hat das natürlich trotzdem etwas mit Mitbestimmung zu tun, mit einer Möglichkeit von das Leben selber bestimmen zu können. Also natürlich sind da diese Dimensionen mit drin.